Es folgt die große RTL-Neujahrsansprache. Und hier ist die RTL-Doppelspitze. Boah, was für eine bescheuerte Idee, unsere Neujahrsansprache direkt nach der Kanzlerin zu senden. Ja, aber wirklich. Die hat natürlich alle guten Gags schon gemacht. Ne? Mhm. Schönen Dank auch. Der mit Brexit und Prostata ist auch schon weg, wird immer größer und letztlich kommt nichts bei raus. Wobei sie da die Pointe echt total versemmelt hat. Ja, stimmt. Ja. Oh, Nabend! Liebe Mitbürgerinnen und Wutbürger, liebe Diverse, wir blicken zurück auf ein wunderbares Jahr voller Liebe, Sonne, Freude und schöner Erinnerungen. Ja, zumindest für alle, die sich tierisch gerne aufregen. Ne? Der Sommer zu heiß, die Wurst zu verschimmelt, von der Leyen in die EU geschummelt, die SPD stürzt ab, Altmaier auch. Und dann waren da ja auch noch die heftigen Diskussionen um ein 16-jähriges Mädchen, das die Schule schwänzt und den alten weißen Mann der Lächerlichkeit preisgibt. Laura, die Kleine vom Wendler. Nee, ich meinte Greta Thunberg, aber so ist natürlich lustiger. Ach, Greta Thunberg, hör mir auf. Was die propagiert, das wird bei uns im Dschungel schon seit 15 Jahren praktiziert. Nachhaltigkeit. Zum Beispiel das Promi-Recycling. Und seit der ersten Staffel gilt, keine Plastiktüten, kein Einweg und nur regionale Produkte. Ja, für uns fliegt keine Avocado um die halbe Welt. Nein, nur jedes Jahr knapp 100 Mitarbeiter und 12 Camper um die ganze Welt. Das klingt jetzt erstmal nach viel, aber doch ist verdammt viel. 12 Camper, die Nachfolge antreten wollen von Dschungelkönigin Evelyn Burdecki, die übrigens bis heute denkt, die Show läuft noch. Ja, die freut sich total, dass sie schon so lange nicht mehr in die Dschungelprüfung gewählt wurde. Sie wissen, wir haben es nicht so mit Versprechungen, aber die 14. Staffel, das wird der beste Dschungel ever. Warum, das erfahren Sie direkt im Anschluss, wenn alle Namen offiziell bekannt gegeben werden. Aber wir können Ihnen ja schon mal ein bisschen Appetit machen. Ja, wir haben zum Beispiel einen Mann, der hatte in den 90er Jahren wahnsinnig viel Verkehr. Dann einen jungen Mann, der hatte bis 2004 jede Menge Körperkontakt zu jungen Männern. Halbnackten, verschwitzten jungen Männern. Und wir haben drei Kandidaten, die haben im letzten Jahr einfach nur jede Menge, ja, wie verklausuliere ich das jetzt am besten? Rumgebumst. Danke. Oh Gott, der Russe. Oder der Jugendschutz? Hallo? Hallo? Ah, Luke, du bist gerade ein bisschen schlecht, ne? Ja, ich weiß. Ja, Pipi-Kaka. Du mich auch. Tschö. Wo waren wir? Ach ja. Bei aller Vorfreude auf den Dschungel 2020 lassen Sie uns auch kurz an die Camper denken, die in diesem Jahr nicht Sie, sondern der liebe Gott rausgewählt hat. Dschungelkönig Costa Cordalis und Game-Show-Legende Walter Freiwald. Wo immer ihr beiden jetzt seid, ich hoffe, ihr werdet dort so behandelt, wie ihr es euch von uns gewünscht hättet. Und nicht nur die Vorfreude auf den Dschungel 2020 ist groß, das ganze nächste Jahr wird toll. 2020 startet ja direkt mit einem großen Jubiläum. Im Januar heißt es nämlich zum 500. Mal, jetzt wird's für Trump aber mal so richtig eng. Im März läuft dann die letzte Folge der Lindenstraße. Rund 40 arbeitslose Schauspieler, da können Sie sich für den Dschungel 2021 schon auf ein Special freuen. Überhaupt gibt es bei RTL auch im kommenden Jahr wieder jede Menge Innovationen. Zum Beispiel die große Live-Herz-OP. Ich habe mir jetzt nicht alles genau durchgelesen, aber ich nehme mal an, Markus Söder bekommt endlich eins. Und natürlich das Bernsteinzimmer, der Comedy, der verschollene zweite Teil vom Programm von Felix Lobrecht. Und bevor wir es vergessen, am 31. Oktober wird ja dann auch der Flughafen Berlin-Brandenburg eröffnet. Es gibt also viel, auf das wir uns freuen können. Und deshalb wünschen wir Ihnen allen einen wunderbaren Jahreswechsel. Kommen Sie gut rüber. Wir sehen uns dann ab dem 10. Januar täglich live aus Australien. Wenn die englischen Kollegen vor uns pünktlich ausziehen. Ah, richtig. Wir wissen ja, nur weil der Engländer sagt, er geht, muss das nicht auch unbedingt passieren. So, Daniel, wir müssen los. Das Camp muss nämlich noch gereinigt werden von Schlangen und Spinnen. Und von den E-Scootern, die so ein paar Idioten in den Tümpel geschmissen haben. Daniel, das war richtig schön. Das können wir jedes Jahr jetzt so machen. Hm? Ah, ich verstehe. So, the same procedure as every year, Miss Sonny. Ja, ich schwöre, das wird das neue Dinner for One. Oh, der Legat. Legt er schon die ganze Zeit da? Ach, der Legat ist doch immer da. Sag mal, Sonny, haben wir uns eigentlich richtig verabschiedet? Schon, wieso? Wie macht die Merkel das denn sonst immer? Keine Ahnung. Tschö, ihr Ottos. Beim nächsten Mal. Alle Infos zu den Kandidaten bei rtl.de.
RTL wünscht Ihnen ein frohes und unterhaltsames neues Jahr.